Hallo und herzlich willkommen bei Endschachtel, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute, nach dem ganzen Aso videokamera dreh dazu das ganze Review hier, habe ich die Idee gehabt, ich wollte auch noch das ganze Set haben. Wir brauchen auch noch eine neue Klingel, Türklingel. Unsere ist leider 50 Jahre, über 50 Jahre alt und ist ein Gefrickel. Das muss man eigentlich zensieren. Ich blende sie mal ein. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Und so habe ich gedacht, warum nicht eine neue äh, Klingel mit Kameraüberwachung? Es muss eigentlich am besten dieselbe App nutzen wie vorher, also selber Hersteller, AOSU. Und sie sollte halt kabelgebunden sein, dass man Akku hat und Kabel, dass sie dauernd geladen wird, beziehungsweise dann man sich keine Sorgen machen muss. Und genau das da, 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 da. erfüllt die AOSU Video Doorbell Ultra und WiFi Homebase. Da steht es nochmal Batterie und Kabel. Beides funktioniert. Hey Leute und Aosu hat vom 5. bis zum 22. Juli einen Prime Day Sale und das bedeutet für euch bis zu 30% Rabatt auf alle Waren. Und mit meinem Code ENT bekommt ihr nochmal 12% dazu. Also, wenn ihr sowieso zuschlagen wolltet, schlagt jetzt zu. Ihr spart richtig und mehr dazu auch auf der Internetseite von Aosu im offiziellen Store ob der alte Gong weiterhin funktioniert damit oder ob nur dieser WLAN-Gong funktioniert. All das und meine Meinung dazu jetzt erst im Unboxing, dann eine kleine Vorstellung davon, wie man es installiert und anbringt und als drittes dann mein Fazit bzw. Mein, meine Meinung dazu und was mir so aufgefallen ist zu dieser Dorbell. Los geht's mit dem Unboxing. Zeit für das Unboxing der Aosu. Video Doorbell Ultra and Wi-Fi Homebase. Da ich ja schon die Kameras von der OSU habe und die mir ziemlich gut gefallen, warum dann nicht alles? Dann habe ich wenigstens eine App für alles und nicht zig unterschiedliche Dinge. Die hat mir gefallen, weil, ja gut, ich kann die App weiter nutzen, aber das ist noch eine von denen, die halt die Erkennung hat für Menschen, beziehungsweise dass da echte Leute stehen und nicht ein Tier langläuft oder eine Wand oder äh, 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 wild oder Auto lang fährt und er sofort reagiert, also kein Gegenstand. Und da ist mir das wichtig. Und es kostet nichts im Monat. Eine 5-Megapixel Ultra HD-Kamera, Two-Way-Talk, das heißt, man kann kommunizieren mit der Person an der Tür mit Echtzeitbenachrichtigungen, man kann antworten. Worum es geht, hätte ich gern gewusst. Man kann mit einer voraufgenommenen Nachricht antworten. Dann ist hier noch wirklich Speicherplatz drauf. 3D-Motion Detection, das heißt 3D-Mester, wie, wie gesagt, er misst ob da wirklich ein Lebewesen steht oder ob das einfach nur ein Auto ist, das vorbeifährt. Dualband Wi-Fi, nicht nur 2,4 GHz, sondern auch 5 GHz, das ist mir immer sehr wichtig. Kaum ein Hersteller unterstützt sowas. Das finde ich immer seltsam. Von daher mag ich das. Und ja, witterungsbeständig. Das hier ist dann die normale Station, die beiden verbinden sich miteinander und dann ist hier halt die Klingel und typisch, wie auch schon bei den Kameras, die ich hatte, keine monatlichen Gebühren. Denn über den Inhalt an sich weiß ich jetzt noch gar nicht so viel. So, schon mal Pappschuber. Oh, da ist auch schon die Haustür. Öffnen wir doch mal. Never Miss a Visitor. Das ist nett gemacht. Und da haben wir auch die Kameras. Aber wir gucken erstmal hier, was noch so dabei liegt. Und hier noch der Klebestreifen bei, wo ihr halt die Löcher für die Halterung planen könnt. Das klebt ihr auf eure Wand oder Halterung. Wo ihr halt jeweils bohren wollt, dann den Aufkleber. Ihr müsst auf eurem Grundstück darauf hinweisen, dass ihr aufnehmt, beziehungsweise ihr müsst das bevor vor der Grenze des Aufnehmens klar machen, dass euer Grundstück überwacht wird, dass die Person auch noch Möglichkeit hat, dem aus dem Weg zu gehen. Und hier die dicke Anleitung auf Deutsch, Englisch. Dann haben wir hier die Basisstation, beziehungsweise der Gong. Mit, Ach so, hier ist das so. Mit WLAN. Hoffentlich laut genug. Könnt ihr halt jederzeit irgendwo platzieren und äh, ja, dann bimmelst da. Denn wir haben hier noch eine kleine Kiste mit. Da sieht man schon, Zubehör. Erstmal der Stecker. Dann ein USB-Kabel, falls ihr das laden wollt. Dann hier noch die Verlängerung für euren Klingeldraht. Falls euer Kabel zu kurz dafür ist, könnt ihr das hiermit nochmal kurz verlängern. Hier die Schrauben und Dübel. Und das Entfernungstool. Mit diesem Gegenstand könnt ihr die Kamera aus der Halterung nehmen. Jetzt denkt ihr euch natürlich, Hö? was hindert dann jemanden Dieb daran, direkt so, direkt das Ding selber abzunehmen? Es ne? hat eine Diebstahlsicherung. Das heißt, sobald mal was dran steckt oder gewaltsam entfernt, gibt es Alarm. Alarm! Alarm! Okay. okay. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schraubenzieher noch dabei. Ein bisschen, also ist schon wertiger als den Kram, den man halt aus China häufig dabei bekommt. Gut, gut. Und ich wusste nicht, ich, ich wusste jetzt nicht von den ähm, Wandhalterungen, wie, was dabei liegt. Und mir war es wichtig, dass dann Winkel bei ist. Wie ihr vielleicht seht, das ist die normale Schale. Und das hier ist ein Winkel. Mit dem könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr es so habt, von der Wand abstehend filmen bzw. aufnehmen. Nicht, äh, nicht immer gerade hier Kamera dran. Ne? Dann hätte man ja nur gerade bzw. in dem Winkel. Mit diesem hier kann man das ein bisschen verstellen, je nachdem, ob links oder rechts halt. Und dann könnt ihr den Bereich verändern. Das war mir wichtig. Sehr cool, dass das dabei ist. Und hier sieht auch schon alles, ist ein festverbauter Akku, also 5200 mAh. Oh, ja. Hier ist der ganze Sensor. Hier ist die Kamera. Hier ist das Mikrofon. Lautsprecher auf der Unterseite. Dann der Ladeport, USB-C-Ladeport. Die Lösung für die Halterung. Das heißt, mit diesem Pin könnt ihr das eindrücken und dann löst sich die Halterung. Ganz schön Gewicht drauf. Wie gesagt, ihr müsst es nicht nehmen. Falls ihr das Gefühl habt, ja, ihr nehmt nur Funk bzw. WLAN, dann. Und Akku. Dann äh, nehmt ihr das. Das Ding hält, soll bis zu einem halben Jahr halt halten an Akkulaufzeit. Knopf ist beleuchtet. So klebt ihr das ein und dann hier unten an dem Loch mit dem Tool könnt ihr die Kamera wieder entfernen. Die sitzt hier auch bombenfest. Das hier ist ein bisschen Schaumstoff, ein bisschen weicher. Und dann wird das hier so angebracht. Dann habt ihr halt den Winkel dran. Oder halt, wenn ihr den Winkel zur anderen Seite braucht. So, ich werde die beiden jetzt mal synchronisieren. Da haben wir noch den Sync-Knopf. Hier haben wir den Sync-Knopf. Das mache ich jetzt mal an der Steckdose hier in der Nähe. So, ist angeschlossen. Das Licht leuchtet blau. Das ist blaues Licht. Und was macht es? Es leuchtet blau. Und dann drücke ich hier auch mal den Sync-Knopf. Ist also schon verbunden, ne? Klinge dabei. Okay, wer ein kleines Haus hat, der braucht auch nur das hier. <laughs> Denn das funktioniert auch mit der Aosu App. Ich scanne den QR-Code auf dem Gerät. Ach, da, okay. Bitte scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät oder Homebase mit Ihrem Telefon. Probieren wir mal die Homebase. Dann fügen wir noch unser WLAN hinzu. Okay. Äh, telefonierst du? Die Basisstation muss ich mit dem Strom verbinden. Beim Leuchten im grün ist sie bereit eingeschaltet. Ja, sie leuchtet grün. Sync-Taste der Basisstation für länger als fünf Sekunden gedrückt halten, bis der Piepton erscheint. Stellen Sie sicher, dass die Schutzfolie abgerissen wird. Ja, habe ich gemacht. Toll, jetzt habe ich sie abgeschaltet. Okay, machen wir nochmal an. Ist das blaue Atemlicht leuchtet. Atme. Ringtaste, Türklinge, Ding Dong. Okay, jetzt muss ich die kennen mit der Kamera. Die wi fi -Basis verbindet sich mit Ihrem wi netzwerk Jetzt kann man noch, wenn man möchte, dass das Ganze in die Cloud hochgeladen wird und gesichert wird, habt ihr natürlich jetzt wieder die Möglichkeit, das Ganze hochzuladen gemäß der Anleitung installieren. Anleitung zur Montage kann man natürlich angeben, ob jetzt, ob man die Montage einlegen möchte, Klingel, Gestell und 15 Grad. Winkel. Dann mit schwacher Leistung. Da kann man das verbinden, dann wird die immer wieder aufgeladen. Erstmal die Sicherung ausschalten, die alte Klingel von der Wand entfernen und dann jo. schließt man das an. Muss man natürlich noch schauen, inwieweit man die Positionierung haben will. Mit dem Aufkleber kann man das Ganze vorsehen. Dann mit einem 6mm Bohrer könnt ihr wieder bohren. Dann zur Not das Gestell anbringen, Schraube. Wird euch Schritt für Schritt erklärt. Jetzt Klingeltaste drücken, um zu bestätigen, dass sie eingeschaltet ist. Klingel durch Hochdrücken einrastern. Also ja, das, was wir schon gemacht hatten eben. Jetzt kann man noch auswählen. Klingel, traditioneller Klingelton, Ding Dong, physikalische Zirpenmechanismus. Kann ich das digital? Klingeldauer, okay. Das Gerät benennen. So, passende Bewegungserkennungsregeln einstellen. Natürlich. Inwieweit das erkannt werden soll? Achso, der sagt ja gleich Bewegungs- und Annäherungseignis sollte man einstellen. Die Bewegungserkennungseinstellung. Okay, äh, ich sehe mich jetzt schon. Gut. Gerät mit der Familie teilen. Das mache ich später. Erfolgreich hinzugefügt und jetzt habe ich halt die Übersicht über meine anderen Kann man Gesichts Erkennung ist da. Nach dem Aktivieren können Familienmitglieder und Fremde identifiziert intelligente Benachrichtigungen erhalten und nach. Okay. Nach dem Aktivieren der Gesichtserkennung kann die Kamera Gesichtsfotos zur Markierung und Erkennung erfassen. Die erkannten Gesichter werden auf der Startseite und der Seite der Sehr cool. Das Gesicht muss einen halben bis einen Meter von der Klingel, Klingel entfernt Gerade auf Türkling ausgerichtet sein. Gesichtsfotos werden nur zur Identifizierung der Familienmitglieder und nicht für andere Zwecke verwendet. Nach dem Aktivieren können Sie diese Fähigkeit jederzeit deaktivieren und installieren. Die Gesichtserkennung ist ein Mehrwertdienst des intelligenten Cloud-Speichers. Ah, okay, okay. Wer das braucht, Gesichtserkennung, wer viele Personen hat, der kann sich hier ein Abo holen. Die 7-Tage-Testversion kann man ausprobieren. Kostex, Face ID, Jahresplan. Da ist für jeden was dabei. Unendlich viel Speicherplatz. Verschlüsselungsschutz. All das, was man braucht. Kann man mit PayPal und Kreditkarte zahlen. Dann gucken wir jetzt nochmal in den Einstellungen. Klingellicht, also dass das eingeschaltet ist. Klingeldiebstahlalarm. Wenn jemand die Klingel demontiert, ertönt der Warnton laut. So, das ist halt das. Sollte man aber erst einstellen, sobald es eingebaut ist. Die Bewegungserkennung. Hier habt ihr wieder die Einstellung. Es ist... Wer, wer die Kameras schon hat, also wer schon die Überwachungskameras hat, der findet sich hier sofort zurecht. Nur menschliche Gestalten werden erkannt. Jo. Empfindlichkeit. Dann haben wir noch die Nachrichtenwarnung, wie ihr benachrichtigt werden möchtet. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich einbauen. Ich, wir haben einen altbau und dementsprechend sieht das auch aus. Eine uralte Klingel mit einer Reisprechereinrichtung. Wie nennt man das? Schauen wir uns doch mal draußen jetzt die Montage an. Da haben wir schon mal alles vorbereitet mit der ganzen neuen Platte und haben die wichtigsten Kabel raushängen lassen und den Winkel anmontiert. Einfach nur an zwei Schrauben in der Mitte fixiert und jetzt kommen die vier Schrauben für die eigentliche Halterung drauf. Das ist schnell gemacht. Die Öffnung ist oben, sodass die Kabel oben dann durchgucken. Man schraubt sie fest. Das geht eigentlich mit dem beiliegenden Schraubendreher ziemlich gut. Alle vier Schrauben liegen bei. Das sind kleine Schrauben, die die beiden verbinden. Sollte man aber festziehen über Kreuz. Dann verbindet man die Kabel entweder direkt mit den Schrauben auf der Rückseite oder mit dem beiliegenden Adapterkabel. Da geht das noch einfacher, weil da eine kleine ja, Unterlegscheibe quasi ist. Links, rechts ist eigentlich egal. Dann, sobald das Ganze fest ist, drückt ihr einfach erst die Unterseite rein und klippt dann oben fest. Mit ein bisschen Gewalt so. Und das war es auch schon mit der Montage. Jetzt kann geklingelt werden. Sieht eigentlich auch ganz hübsch aus, das Ganze. Die große Kamera erkennt auch direkt, dass man davor steht, also leuchtet der Ring. So, ich habe das ganze Set jetzt zwei Wochen lang installiert und mir sind so ein paar Dinge aufgefallen. Es gibt gute Dinge, es gibt auch weniger gute Dinge. Ich habe jetzt allerdings bei Türklingeln nicht den Vergleich zu anderen Herstellern und kann daher nicht so viel dazu sagen im Vergleich, aber... Es gibt halt Dinge, die mich begeistert haben und Dinge, die mich gestört haben. Fangen wir mal an mit den positiven Dingen zuerst. Das wären unter anderem das Bildverhältnis. Viele haben noch so ein altes äh, Breitbild, beziehungsweise versuchen dann ähm, per Linse einen weiten Winkel herzukriegen. Das ist hier eigentlich, ich weiß gar nicht, wie man den, den Winkel nennt, aber ich finde ihn perfekt eigentlich für so eine. Ähm, Klingel, weil sie zeigt relativ viel von der Weite, sie zeigt aber auch relativ viel von der Höhe. Also es ist alles alle Dimensionen sind ein bisschen vergrößert bzw. verkleinert worden. Finde ich gut zur Beobachtung von allem. Gut finde ich dann auch noch, dass dieser Näherungssensor dabei ist. Viele Kameras haben den heutzutage gar nicht mehr, viele Videokameras, Video, viele Videoklingel haben das gar nicht mehr, dass man einen Annäherungssensor hat, sondern wirklich nur rein über die Kameraoptik funktioniert. Ich wollte das noch ein bisschen altmodisch mit einem Sensor haben, der merkt, wenn jemand kommt oder nicht. Dementsprechend kann die Kamera schon darauf reagieren. Und zusätzlich kann sie halt auch den Kreis beleuchten, der um den Klingelknopf ist, sodass derjenige im Dunkeln dann halt weiß: Ach, guck an, da ist der Klingelknopf. Oder halt: Ach, guck an, ich werde überwacht. Das gefällt mir ziemlich gut. Auch geil finde ich halt, dass man in der App verschiedene äh, Modi auswählen kann an äh, Klingeln. Leider kann man sich ja keinen eigenen Klingelton hochladen. Das wäre natürlich noch, das finde ich noch geiler. Man kann sich äh, auswählen, ob man drei, aus, man kann sich aus drei Stück etwas auswählen aus der App für den Gong und man kann sich aus drei Stück etwas aussuchen für die App, äh, beziehungsweise für den Lautsprecher. Wenn man nämlich die Klingel drückt, da kommt auch nochmal ein Ton. Den kann man ausschalten, allerdings ist dann auch die Fernsprecheinrichtung zumindest bei mir deaktiviert. Das heißt, ich kann nicht mehr zurücksprechen oder zumindest nicht meine Warnantworten geben. Die werden dann auch, also eigentlich wird dann der ganze Lautsprecher draußen direkt runtergefahren. Finde ich ein bisschen schade. Was ich auch geil finde, ist die Installation super einfach und der alte Gong. Zumindest, wie nennt man das, analogen Gong? Der funktioniert weiterhin denn er ist nicht einfach über irgendwas angesteuert und kann wirklich einfach nur mit dem klingelbutton weiter genutzt werden wenn ihr so einen alten gong habt der passiv ist wo gar keine extra stecker äh, für die steckdose dabei sind dann könnt ihr die wahrscheinlich weiter nutzen wenn der allerdings ein aktiver ist mit stecker mit stromstecker und was weiß ich wie die Dinger heißt und künstlich digitalem gong so digitalem gong so ist das Wort ist dann äh, funktioniert das auch Per App kann man es zumindest auswählen. Aber wie genau kann ich nicht sagen, weil ich habe nur einen alten Gong und der wird auch weiterhin benutzt. Ohne Probleme. Finde ich halt geil mit den Kabeln, dass das alles angeschlossen werden kann und dass die Vorrichtung für einen 15-Grad-Winkel auch dabei ist. Ganz, ganz wichtig. Insgesamt jetzt von den positiven Dingen. Ich fand es halt gut. Und dass auch ein eigener Speicher da ist, ist gut, denn die Kamera bzw. Klingel an sich hat einen eigenen Speicher drin. Der kann leider nicht erweitert werden, der kann auch nicht verändert werden. Das sind diese 8 GB. Das dauert zwar ein bisschen und so viel braucht man davon nicht, aber es wäre halt schön gewesen, wenn man das mit der aus Homebase verbinden könnte. Das wusste ich natürlich nicht. Es geht nicht dieses Set. Ich halte es nochmal hier die Kamera kann ausschließlich mit dem Gong hier verbunden werden. Der Gong ist gleichzeitig auch die WLAN-Zentral. Das heißt, die Kamera verbindet sich mit dem Gong und der Gong sagt Internet, ich, ich brauche WLAN. So läuft das hier. Was ich weniger geil fand, muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum das so ist. Allerdings hat der Gong, wir haben unten nutzen wir den alten Gong, oben nutzen wir den digitalen Gong. Und warum der so rauscht, der hat so verrauscht. Der klingt nicht klar, sondern das ist wirklich, als wenn jemand äh, zum fünften Mal irgendwas abgespielt und aufgenommen hätte und weitergereicht und derjenige da also war. Das klingt ganz grausam, eigentlich von der Qualität her. Kann sich natürlich vielleicht noch verändern, ich weiß es nicht. Oder kommt darauf an, ob es euch wichtig ist oder nicht. Weil man kann ja auch einstellen dass dass einem die App-Nachricht ist, halt wichtiger als so ein Gong, wenn man das vielleicht gar nicht mehr möchte so stark dann ist das natürlich ganz praktisch. Auch vermisse ich die Option, dass es nur eine Benachrichtigung gibt, sobald geklingelt wird. Man kann Benachrichtigungen einstellen für die ganzen, wie bei Überwachungskameras halt, bei Bewegungserkennung und sowas. Oder man kann es halt deaktivieren. Aber es gibt keine Einstellung, dass laute Benachrichtigungen ausschließlich beim Klingeln kommen. Vielleicht kommt es noch. Warum auch nicht. Aber wie gesagt, das ist jetzt einfach noch nicht drin. Und das finde ich ein bisschen schade. Nachtsicht, tippitoppi. Die Qualität der Videos 1a. Erkennung dieser äh, Kamera, beziehungsweise mit dem Wärmesensor, das ist das 3D Motion Detection. Ähm, das erkennt halt, dass da wirklich jemand steht und nicht halt Blatt vorbei weht. Da ist die Erkennung super. Muss ich ehrlich sagen, da gab es noch nichts fehl. Man kann auch schön einstellen, wie weit die Erkennung gehen soll, je nachdem, ob ihr schon so ab Treppe haben wollt oder vielleicht noch weiter dahinter, je nachdem, wie das bei euch ist, könnt ihr es euch so einstellen, wie ihr wollt. Der Akku hält auch lang, muss ich sagen, 5200 mAh und wir haben eine 8-Volt-Klingelanlage ja, und selbst darüber, es lädt gemächlich. Aber es lädt und es lädt dauerhaft. Und vielleicht ist das Gemächliche sogar akkuschonender. Hm, kann sein. Allerdings... Sobald es 100% erreicht hatte, es ist nie wieder runtergegangen. Selbst an Tagen, wo ohne Ende äh, Aktivität war, gab es halt keine Probleme mit dem, mit dem Akku. Der ging nie wieder runter und auch nur im reinen Akkubetrieb lief es super. Man muss halt wirklich die Verbindung zwischen Gong und der Klingel, das muss halt passen. Wo, schade, leider funktioniert das nicht direkt, dass die Klingel mit dem WLAN verbunden wird. Oder mit der Basisstation, die man schon hat, halt. Allerdings, warum auch nicht? Denn ich habe die ganze Übersicht über alle Kameras, die ich jetzt habe, perfekt dort. Und wie man sieht, so, na Kamera, machst du? Hallo, da bin ich. Nein, zeigt da nicht. Aber 100% grün funktioniert ohne Probleme. Ja, was, was gab es denn noch? Einstellungen. Es gibt einen Diebstahlalarm. Den habe ich jetzt nicht ausprobiert. Das ist, wenn man, ähm, wenn jemand probiert, die Kamera Gewalt, mit Gewalt zu entfernen, dann kommt ein richtig schriller Alarmton. Kann man einstellen. Sollte man allerdings nicht vergessen, wieder abzustellen, wenn man die Kamera entfernt mit dem Pin. Apropos Pin, ich habe sie entfernt oder mehrfach probiert zu entfernen. Ich finde es gar nicht so leicht. Man kann schon mal irgendwie hinter, hinter das Gehäuse rutschen, durch dieses kleine Loch an der Unterseite. Ähm, es ist nicht ganz so einfach, aber wenn man dann ein bisschen weiter nach innen geht und es hat, irgendwie kommt es dann raus. Aber es ist jetzt nicht der einfachste Mechanismus, die Kamera zu entfernen, aber wie oft macht man das denn auch? Ne? Gesichtserkennung ist drin. Allerdings muss man dafür das Cloud-Paket haben. Also man muss halt dieses Premium-Paket von AOSU abonniert haben. Dann ist auch eine Gesichtserkennung drin, woran er die Personen erkennt und euch dementsprechend benachrichtigt oder halt auch nicht benachrichtigt. Es gibt einen äh, Probezeitraum, da könnt ihr das Ganze ausprobieren, sieben Tage. Ist nicht teuer, muss ich ehrlich sagen. Da gibt es halt Basic, da gibt es Face AI, die das erkennen und zwei Geräte. Man kann sich aussuchen, wie man es halt möchte. Da gibt es genug Auswahlmöglichkeiten. Wer mehr Sicherheit überall brauchen und wer diese Daten auch gesichert haben möchte in einer Cloud oder so etwas, dass sie nicht durch irgendwelche Einbrüche oder Diebstähle entfernt werden können, dann ist das Abo etwas für euch. Man kann noch die Privatzone einstellen natürlich, das heißt wieder einstellen, in, wenn ihr das Bild dann h seht, wie weit die Erkennung gehen soll und ab wann nichts mehr erkannt werden soll. Das heißt, wenn ihr an einer Straße wohnt und eure Haustür direkt auch gefilmt wird, dann könnt ihr einstellen, dass die Hauptstraße und der Gehweg nicht gefilmt werden. Dürft ihr eigentlich auch gar nicht. Ne? Von daher kann man das so einstellen, dass dort nichts passiert, sondern erst sobald euer Grundstück betreten wird. Das Ganze ist auch wieder Amazon, Alexa und Google Home kompatibel. Wenn ihr Sprachbefehle für sie haben wollt, dass ihr das Ganze könnt ihr, könnt ihr einrichten auf eurem Hub oder Smartphone, auf eurem... Smart Gerät für, für alles geht das insgesamt. Ich finde die richtig gut. Ich muss sagen, ich finde die richtig gut. Klar hat kleine Macken. Sie erfüllt eigentlich so gut wie alle meine Wünsche und Bedürfnisse und wird auch bleiben. Für mich ist halt wie gesagt wichtig, dass alles in einer App ist. Ähm, und ich benutze zu Hause nun mal aus. Und da äh, habe ich mir gedacht, diese Kamera, äh, die Klingel, Kamera Klingel, was ist eigentlich mehr, eine Klingel oder eine Kamera? An einem anderen Gebäude benutze ich die Reolink-Kamera, die ist dafür perfekt geeignet. Aber hier zu Hause bleibe ich bei Aosu und ja, bin zufrieden damit. Wer eine Klingel braucht, das wollte ich noch kurz sagen, fällt mir nämlich gerade noch so ein. Wenn ihr ein Mehrfamilienhaushalt seid, leider nicht. Nicht damit zumindest. Da braucht ihr eine eigene Klingel und Dings. Und man kann auch nicht den Gong erweitern mit einem, man kann keinen zweiten Gong dazu kaufen und das dann verbinden. Das geht auch nicht. Ist also leider nur ein Gong, also ein ein Funkgong, sagen wir es mal so. Ein Funkgong und dann halt eine Kamera, beziehungsweise ein Klingelknopf. Für Mehrfamilienhäuser müsst ihr euch da was aussuchen, wie bei uns auch. Also unten ist der normale Gong, oben dann halt der digitale Gong, dann geht das. Das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Es ist gerade übrigens noch ein sale Prime Day, von daher ist das ganze Set auch günstiger. Der Link ist unten ver äh, ver God, was ist passiert? Der Link ist unten verlinkt in der Beschreibung, dort könnt ihr draufklicken und dann kommt ihr direkt zu den Geräten von ASUS und dann könnt ihr euch auch mal gucken, ob es was für euch ist. Ich fand die, wie gesagt, ziemlich gut und äh, die sind jetzt halt dann auch im Angebot. Wenn es nach dem Prime Day ist, dann sind sie halt nicht mehr im Angebot, aber immer noch recht günstig für das, was sie bieten. Das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt ihr Erfahrung mit sowas, mit den Überwachungskameras? Wie ist das denn eigentlich, wenn ihr mit den ganzen anderen vier, wie sind denn die, die Sachen? Kann man da einen eigenen Klingelton einstellen, beziehungsweise einen eigenen Gong hochladen? Oder wie ist das denn bei den Systemen? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich bin mal gespannt darauf, wie das bei anderen Systemen denn so läuft. Und lasst ein Like da. Bis zum nächsten Video. Ciao.